Hallo ihr Lieben, mein Name ist Nathalie. Herzlich willkommen auf dem Kanal oder herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was ich jetzt hier gerade treibe. Das hier ist unser Familien-Adventskalender. Die Weihnachtszeit bzw. die Adventszeit steht bevor und deswegen ist es jetzt auch Zeit für mich, unseren Adventskalender wieder aufzubauen. Ich werde euch in diesem Video zeigen, wie ich ihn letztes Jahr geplant und gebaut habe, weil das ist jetzt tatsächlich schon das zweite Jahr für diesen Adventskalender. Und ihr seht, ich kämpfe im Moment so ein bisschen mit den ganzen Schnüren, um die zu entwirren. Aber das habe ich schon mit unseren Adventslichterketten geübt. Von daher, das ist gar nicht mehr so frustrierend, wie es wahrscheinlich jetzt hier aussieht. Erstmal zur Gesamtidee von dem Adventskalender. Also ich habe was gebraucht, was diese große weiße Wand ein bisschen abdeckt. Ich wollte auch nichts Gekauftes haben und ich wollte gerne irgendwas mit natürlichen Materialien, also mit Stoffen, mit Hölzern und so weiter. Und habe mich deswegen für diese Version entschieden. Und ich habe auch schon so ein bisschen rumprobiert und man kann den auch unterschiedlich stylen, sage ich mal. Insgesamt ist es ein ganz einfacher Aufbau. Also ihr seht diese Beutel und die sind mit Wäscheklammern befestigt und die Wäscheklammer ist einfach mit Heißklebepistole an diese Schnüre gebunden, geklebt und die Schnüre sind dann oben an einem Birkenstab festgemacht. So, hier seht ihr jetzt mal den Birkenstamm in der Nahaufnahme. Also ich muss sagen, diese Birkenoberfläche gefällt mir wirklich richtig, richtig gut und ich bin echt großer Freund davon. Ich glaube, es hätte noch besser ausgesehen, wenn die Wand dunkel wäre und das weiße Holz dann sozusagen von der Wand ein bisschen optisch wegspringt. Was ich letztes Jahr auch gemacht habe, ich habe diese Schleife hier gebunden. Und ich bin mir nicht ganz sicher dieses Jahr, was ich machen möchte. Ich habe auch so eine ganz einfache, fertige Schleife gekauft. Ich muss mal ein bisschen überlegen, wie ich es genau schmücke. Das hier sind die ganzen Süßigkeiten, die da reinkommen. Wir haben einfach die Sachen genommen, die die Kinder jetzt aktuell am liebsten mögen. Also Haribos und ein bisschen Schokobons, kennt ihr alles. Und dann ist es eigentlich ein ganz einfacher Aufbau, weil ich dann hergegangen bin und habe einfach die Beutel voll gemacht mit den Süßigkeiten und mit der Wäscheklammer aufgehängt. So, an dieser Stelle will ich einmal ganz zum Anfang zurückspringen, also im Prinzip zu letztem Jahr, als ich diesen Weihnachts-Adventskalender geplant habe. Ich habe mit einer Skizze angefangen. Ich habe also die Wand ausgemessen und habe mir überlegt, naja, das muss schon ein ganz schön großes Teil sein und habe mir auch ungefähr die Form überlegt und auch was ich alles brauche. Danach bin ich dann in den Laden gegangen und habe einfach geschaut, was es für Optionen gibt, was für Teile gibt es, die ich benutzen könnte, um meinen Adventskalender aufzubauen. Zum Thema Geschenkband habe ich einen richtig guten Geheimtipp für euch. Wenn ihr euch Geschenkbänder kauft, mit denen ihr Schleifen machen wollt oder irgendwelche Schnörkel, Girlanden, was auch immer, kauft euch Geschenkband, das eine Drahtkante hat. Also ihr seht es ja hier, ihr könnt die dann tatsächlich richtig formen, aber nur wenn ihr eben diesen kleinen Draht in der Seite habt. Das steht oft auf den Geschenkbändern drauf, irgendwie Wired Edge oder Drahtkantenband oder irgendwie sowas. Und dann ist es viel, viel einfacher für euch,
Schleifen zu binden oder irgendwas anderes damit zu machen, weil man die wirklich richtig formen kann. Ja, und ihr seht ja auch die ganzen anderen Tools und Materialien, die ich habe. Was ich immer zur Hand habe, ist dieser Gärtnerdraht. Das hilft wirklich bei ganz, ganz vielen Projekten und so auch bei diesem. Das benutze ich zum Beispiel, um kleine Sträuße zu binden oder auch für die Schleife, die ihr eben gesehen habt. Was ich dann gemacht habe, ich bin hergegangen und habe zunächst mal meine Hauptstange aufgehängt und habe dann diese kleinere Stange noch dazu gemacht. Mir ging es darum, dass so eine Art Dreiecksform entsteht. Und nur mit der ersten großen Stange wäre das irgendwie nicht so richtig möglich gewesen. Also mit der kleinen gab es dann irgendwie noch mal eine weitere Dimension und das sah dann gleich ganz anders aus. Also das hat tatsächlich optisch viel gebracht. Ganz grundsätzlich, wie ich vorgehe bei solchen Projekten und was auch mein Tipp an euch wäre, wenn ihr euch jetzt überlegt, ähnliche Projekte in Angriff zu nehmen, ist, macht euch einen grundsätzlichen Plan, einfach, dass ihr eine Idee habt, einfach nur eine grundlegende Idee, was ihr machen wollt. Dann könnt ihr schon mal losziehen und anfangen zu bauen, weil wirklich, wenn ihr das komplett bis ins Detail ausplant, ihr stoßt immer wieder an Sachen, die euch dann doch nicht gefallen oder die vielleicht dann erst im Prozess klar werden. Und so war das jetzt hier auch. Ich habe also meine Planung gehabt, ich habe alle meine Schnüre aufgehängt und ihr hattet ja gesehen, ich habe diese schöne, perfekte Dreiecksform ganz unten gehabt und werde die nachher auch noch so ein bisschen ändern, weil es mir dann doch nicht so gut gefallen hat wie gedacht. Der Punkt, den ich machen will, ist, plant nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann fangt an, das zu machen. Und während ihr in dem Prozess seid, geht immer mal wieder eins, zwei Schritte zurück, überlegt euch, gefällt euch der Gesamteindruck, gefällt euch, was ihr da seht. Und wenn euch irgendwas nicht gefällt, überlegt, was ist es? Ist es, dass Symmetrie fehlt? Ist es zu perfekt? Soll es ein bisschen mehr durcheinander sein? Was auch immer. Und hier seht ihr jetzt, was ich damit meine. Eigentlich ist es perfekt gelaufen, genau nach Plan. Ich habe unten dieses Dreieck, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, es hat mir nicht gefallen. Wenn ich dann so ein bisschen weiter weggegangen bin, es hat einfach nicht richtig, irgendwas hat nicht gestimmt und deswegen bin ich hergegangen und habe einzelne Säckchen höher gehängt, habe das sozusagen alles ein bisschen verteilt und unordentlicher gemacht und ich muss sagen, es gefällt mir so viel, viel besser. Zur Dekoration, also um dem Ganzen sozusagen die Krone aufzusetzen, habe ich dann die echten Tannenzweige genommen. Und es gibt so ein paar Vor- und Nachteile von echten Tannenzweigen. Also einmal duften die natürlich total schön und authentisch. Der Nachteil ist aber, wenn die ein bisschen trocken werden, und die hier werden ja austrocknen, weil die nicht im Wasser stehen oder so, verlieren sie natürlich ein paar Nadeln. Und das, ja, man muss ein bisschen öfter saugen, als man sich es vielleicht gewünscht hätte. Was ich gemacht habe, ich habe mir erstmal auf dem Tisch sozusagen gelegt, was ich da hinhängen möchte, also so ein bisschen überkreuz, V-förmig, und habe dann wieder meinen Gartendraht genommen und habe das dann alles fixiert. Ich habe mich entschieden, zwei verschiedene Geschenkbänder zu nehmen. Das sieht tatsächlich immer sehr schön aus, wenn ihr einfach zwei Geschenkbänder nehmt, die sich farblich irgendwie ergänzen. Zum Beispiel ein lautes und ein leises. So war jetzt meine Idee hier, weil das eine, das goldene, das ist ja wirklich total, ja, unsignifikant, also hält sich so im Hintergrund und dann habt ihr das mit dem Truck drauf und das ist dann ein bisschen farbenfroher und steht einfach im Vordergrund von der ganzen Schleife. Ich habe das ganz einfach gemacht. Ich habe einfach immer Schlaufen genommen. Die linke Hand war meine Festhaltehand und die rechte Hand war meine Arbeitshand, seht ihr ja hier, und habe dann einfach immer Schlaufen gelegt und festgehalten.
Das alles habe ich dann auch wieder mit dem Gärtnerdraht zusammengebunden, also sozusagen fixiert und dann ganz oben über die Tannenzweige gehängt. Und jetzt seht ihr wirklich den großen Vorteil dieser Drahtkante. Ihr könnt nämlich hergehen und die ganzen Schlaufen aufpuffen und aufstellen und das würde halt überhaupt nicht funktionieren, wenn ihr diesen Draht da nicht drin hättet. Oder auch hier, dass man eben diese kleinen Locken da reinmacht in die Geschenkbänder, die runterhängen. Was ich hier noch mache, ist sozusagen ein V-Schnitt in das Ende von dem Geschenkband, einfach dass es ein bisschen hübscher aussieht. Ich hatte noch einige Tannenzweige übrig und auch noch eine ganze Menge Kugeln. Das sind echte Glaskugeln, das heißt, wenn irgendwas aus Glas ist oder teuer oder kaputt gehen kann, muss es so hoch wie möglich hängen, bei uns zu Hause zumindest. Und was ich mir überlegt habe, ich gehe einfach her hier und mache kleine Bouquets, also immer zwei, drei Tannenzweige, ganz kleine und dann drei Glaskugeln dazu und habe die einfach nochmal so dazu gehängt, um sozusagen die ganze Tannenthematik noch ein bisschen nach unten zu ziehen. Und ich muss sagen, das hat dann auch nochmal das alles irgendwie vervollständigt, möchte ich sagen. Ich bin fertig mit meinem Projekt. Ich freue mich total, dass ihr dabei wart und euch das angeguckt habt. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr mit eurem Adventskalender gemacht habt. Habt ihr was gebaut? Habt ihr was gekauft? Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut!